Hallöchen und willkommen mal wieder zu einem kleinen Auspackvideo plus Installationsvideo. Und zwar, wie ihr seht, habe ich mir, da klingelt jetzt an der Tür, aber zum Glück brauche ich nicht rangehen. Jedenfalls, wie ihr seht, habe ich mir das Windows 8 Pro bestellt. Ich hatte nämlich noch einen 5-Euro-Gutschein und musste den irgendwie einlösen, da er sowieso am 5.6. verfallen wäre. Also wollte ich den unbedingt einlösen. Und nun ja. Ich habe mir jedenfalls dieses Windows 8 Pro geholt. Ich wollte ja sowieso auf Windows 8 irgendwie mal umsteigen. Moment, so. Und ich muss schon sagen, für die Verpackung ist es eigentlich recht gut. Ich meine, wenn ich mir da, Moment, habe ich jetzt ein Vergleichsding. Aber wer sich noch an die Verpackung von Windows 7 erinnert, Windows 7 und Windows Vista waren ja eigentlich gleich verpackt, was das angeht. Eine große Verpackung und das ist, ich muss sagen, das ist richtig schön geworden, diese Verpackung. So, was haben wir denn hier hinten drauf stehen? Ah, alles verpixelt, weil es so dunkel ist hier. Haben wir gleich. So, wollen wir mal schauen. Was haben wir hier? Windows neu erfunden. Und oh. Ein Moment. So, in der Hoffnung, dass ich jetzt nicht mehr gestört werde. So, Windows neu erfunden. Schön, schnell und flüssig, schnell einsetzbereit. Passen Sie den Startbildschirm mit Live-Kacheln an. Schnell surfen mit Internet Explorer. Mehr Sicherheit mit Windows Defender, tolle Apps im Windows Store, plus E-Mails, Fotos, SkyDrive und mehr integrierte Dienste. Für Unternehmen, Datenverschlüsselung mit BitLocker, Zugriff auf Ihrem PC von unterwegs mit Remote Desktop. Ja, aber das wird ja dann nur funktionieren, wenn man so ein Windows-Tablet hat oder so ein Windows-Phone, denke ich mal. Zugriff auf Firmennetzwerke mit Domänenbeitritt. Aha. Nun gut. Ja, was ich hier manchmal im Hintergrund sehe, wenn ich mal so ein bisschen rumschwenke, das ist mein Laptop, wo ich bereits eine Windows 8-Version drauf habe. Allerdings illegal runtergeladen, das gebe ich auch gerne mal zu, weil ich es ausprobieren wollte, wie es gesagt. Jedenfalls, das kann erstmal zur Seite hier, dann wollen wir doch mal gucken, was sich hier alles so drin verbirgt. Ah, das wird der Schlüssel sein, das werde ich euch nämlich mal nicht zeigen. Was haben wir denn hier noch? Erste Schritte. Legen Sie eine DVD ein, bla bla bla. Ja, das ist ja wohl klar. So, und dann haben wir hier einmal die 32-Bit und einmal die 64-Bit-Version. Da ich ein 64-Bit-Betriebssystem habe, nutze ich natürlich die 64-Bit, ne? Gut, jetzt wollen wir uns die Karte mal hier angucken. Ich muss aber gucken, dass ich euch. Nett gemacht. Aber ich muss sagen, dass von wegen, ich werde nicht mehr gestört. Zu früh gefreut. Aber ich muss sagen, diese Karte ist mir irgendwie lieber, als wenn ich das alte nehme. Da war ja einfach nur so ein Stück Papier gewesen, was irgendwo hingeklebt wurde bei den Schachteln. Nee, das finde ich gut. Mal gucken. Ja. Den Code sollte ich euch nach Möglichkeit nicht zeigen, aber Moment. So meinte ich das. Und darüber war dann halt der Code. Dieser Lizenzschlüssel. Aber das finde ich irgendwie cool mit dieser Karte. Da haben sie sich was Ordentliches einfallen lassen. Gut. Und wie schon am Anfang des Videos gesagt, mit Installationsgeld, weil. Ich zeige euch, wie ich das denn installiere.
Aber vorher, wie ihr das seht, Moment, wir zoomen mal hier ein bisschen ran, bin ich gerade am Video verkleiden für Zelda und One Piece. Obwohl es eigentlich recht schnell zu gehen scheint. Moment. Ah, bei 14 Minuten ist er. Zelda geht etwas über 30 Minuten. Gut, ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns nachher erstmal gleich, wenn er denn fertig ist. Ja, mit Hochladen. Ich denke mal, dass ich die fix über meinen Laptop hochladen werde, denn. Dann können wir da bereits alles soweit einrichten, dass wir Windows 8 drauf kriegen. Ja, und dann seht ihr eigentlich auch, ja, wenn es ein bisschen heller wird, seht ihr auch gleich, da steht mein PC, das ist mein Fernseher. Und das heißt, wenn ich ganz normal einfach nur Fernsehen gucken möchte, muss ich halt immer umschalten. Aber mich stört soweit nicht. Ich schaue sowieso hauptsächlich nur abends, wenn der PC dann aus ist. Da seht ihr auch meine Konsolen, die ich so weit habe. Mein GameCube habe ich auch noch. Okay. Ansonsten soll es das erstmal gewesen sein. Ich muss natürlich noch warten, aber wir sehen uns auf jeden Fall gleich wieder. Also Leute, bis gleich. So. Er ist fertig mit Verkleiden. Wir können eigentlich nun quasi loslegen, auf Windows 8 abzugraden. Sprache hängt auch schon wieder. Wunderschön, so ist das immer gut. So. Ja, nur mal alles hier zurechtpacken. Die DVD ist drin. Okay, muss ich mir hier hinpacken. Und ich sollte eventuell mal wieder ein bisschen meinen Tisch aufräumen. Ich mag es zu gerne, meinen Tisch hier vorzumüllen. Vorbereitung 24%. Wunderschön. Aber er ist schnell. Das muss ich mir lassen. Na, hast du auch noch die 100%? Schön wär's. Ja, immer diese Vorbereitung. Tja. Die beiden Sachen verschwinden ja danach. Das wird ja nämlich unter Windows 8 gar nicht mehr unterstützt, diese Miniaturanwendung. Jedenfalls fürs Erste nicht. Mit dem neuen großen Update soll ja eigentlich ja, du kannst euch Update suchen, das kannst du machen. Mit diesem Windows Blue Upgrade Update, das soll das erste große Windows 8 Update sein. Da sollen ein paar Sachen wieder hinzukommen. Ich glaube auch der Startbutton, den es ja unter Windows 8 normalerweise nicht mehr gibt. Die Updates wurden installiert. Damit sie übernommen werden, muss Windows 8, klar. Ah. Ja, es wird angezeigt, aha. Na gut, da muss ich dann nachher... Ach Moment, das brauche ich gar nicht. Da werde ich dann einen schwarzen Balken rüberlegen. Ich glaube, ja, die Striche macht er automatisch. Das finde ich eigentlich gut, dass er das automatisch macht. Weil bei einiger Software, da muss man die Striche meistens alleine setzen. Ich glaube, bei der Brennsoftware Nero ist das, glaube ich, so. Dass man das so machen muss oder auch nicht. Ich weiß es nicht.
So, mal schauen. Das. Dieser Produkt okay, funktioniert. Machen Sie weiter, bla bla bla. So. Akzeptieren. So, wollen wir schauen. Und damit ihr auch wirklich nachher am Ende eigentlich bloß diesen Teil seht, werde ich das dann so ein bisschen zusammenrücken. Windows einstellen, persönlich sein und Apps behalten, das will ich. Aber ich werde nachher auch meine Dings wieder nutzen müssen. Meine nette Kamera. Wenn nämlich der PC neu starten muss. Aber im Moment überprüft er wohl noch was. Ich denke mal die Apps, die ganzen Programme und Dateien, die ich habe. Da habe ich gestern noch mal mit dem Windows 8 Upgrade Divisor, glaube ich, heißt der. Mit denen habe ich noch mal geguckt. Also der größte Teil funktioniert eigentlich. Es sind eigentlich bloß wenige Sachen, die nicht funktionieren. Darunter zählt auch mein Need for Speed Underground 2, was angeblich nicht mehr funktionieren soll mit Windows 8. Aber das werden wir ja sehen. Mal sehen, eventuell verschnellere ich diesen Teil hier auch mal ein bisschen. Wenn es denn allzu lange dauert. Er braucht auch schon ein bisschen lange, ne? Eventuell muss ich sogar ein bisschen was deinstallieren. Einige Sachen musste ich neu installieren. Ich glaube, das war der Drucker oder so. Der Drucker und irgendwas war noch. Irgendwas war noch, was ich unter... Ach ja, mein Camtasia Studio 7 muss ich nochmal wieder neu rauf machen. Aber das ist eigentlich das geringste Problem. Fraps war es nämlich, glaube ich, gar nicht. Oder so. Keine Ahnung. Aber ich denke mal, das würde mir nochmal irgendwie sagen oder so. Ich hätte mir mal den Bericht speichern sollen von gestern, den ich gemacht habe. Nee. Ich glaube, ich werde das verschnellen. Das dauert ja viel zu lange hier. Ich werde das Video auch nicht unnötig groß halten, ne? Also, naja, ich werde es verstellen.
So, er ist fertig. Und was sagt er? Kümmern Sie sich bitte um die folgenden Punkte, um die Installation fortsetzen zu können. Dass ich nicht mit mir sag, was denn das für ein Ding? Das muss irgend. Das ist eine Netzwerkkarte, aber was für eine Netzwerkkarte? Hole ich mir mal hier. Schon Intel Air Network. Connection. Keine Ahnung. Na gut. Das muss ich eh deinstallieren, mein Antivirenprogramm, weil das wird ja sowieso unter Windows 98, Windows 98, Gott. Unter Windows 8 sowieso nicht erkannt. Oder besser gesagt, funktioniert ja eh nicht mehr. Was an für sich auch gar nicht so schlimm ist. Der Windows Defender hat ja, ist er ja dafür da. Klar ist, wenn einige sagen, es gibt ja bessere Antivirenprogramme. Es das heißt aber nicht unbedingt, dass sie jetzt denn besser sein müssen. Ich war mit denen eigentlich immer recht zufrieden. Auch wenn es mich meistens genervt hat. Mit angeblichen Viren. Ich bin ja mal gespannt, wie lange das dauert. Aber das andere macht mich stutzig. Das macht mich so richtig stutzig. Was zum Teufel ist das denn für ein Ding? Hoppala, falsches Ding. Mich wirklich schockiert. Eins möchte ich noch mal nachgucken, und zwar möchte ich mal hier Treiber. Der Computer wird nicht mehr von Security bla bla bla. Ja. Eins will ich noch mal gucken. Ist es das? Dieses Chipsatz? Ist es der vielleicht? Ah, ich weiß, was das für ein Ding ist. Und zwar ist es eine kleine Zusatzsoftware. Und die nennt sich nämlich Intel Rapid Storage Technologie. Obwohl, wo ich jetzt darüber nachdenke. Warum habe ich den damals eigentlich installiert? Keine Ahnung. Hätte ich schnell. PC neu, um die Installation fortzusetzen. So. Alles klar, Leute. Also würde ich sagen, ich starte den PC jetzt erstmal neu und dann sehen wir uns gleich wieder. Also, bis gleich. So. Neu gestartet und er fragt mich sogar gleich, ob ich den Vorgang an der zuvor erreichten Stelle fortsetzen möchte. Das wählen wir natürlich aus. Wenn, dann wollen wir das ja machen. Und komischerweise hatte mein LAN-Adapter deinstalliert, warum auch immer.
Keine Ahnung wieso. Ist ja auch egal. Ist ja auch egal. Zum Glück habe ich ja immer noch WLAN. Und die Packung hier soll ich mal wieder schön zusammenstecken. Na, wird das auch noch was? Na gut, dann dauert es ein bisschen. Was ist denn das hier? So, das ist das. Das kann eigentlich... Obwohl, das wird ja eigentlich nachher mit beendet. Ja. Obwohl, das dauert ja noch ein bisschen, bis er neu startet. Die Installationsbereitschaft wird geprüft. Wunderschön. Das kann ja noch eine Weile dauern hier. Eventuell schneide ich das auch wieder raus. Das kommt ganz drauf an, wie lange er braucht. Währenddessen könnte ich sogar noch ein bisschen was löschen, was ich hier so viel drauf habe. Und zwar, das habe ich verkleinert, das habe ich auch verkleinert, können auch gelöscht werden, die beiden können auch gelöscht werden. Das muss noch bleiben. Wenn ich den nächsten Teil nämlich anfange, dann dann brauche ich bloß nämlich darauf gehen, hier den Part ändern und die Bezeichnung ändern. Mehr brauche ich eigentlich nicht. Adventure Map muss bleiben, die müssen wir auch noch weiter zocken. Da bist du auch nicht dazu kommen. Das kann ich nicht löschen, warum auch immer. Das konnte ich auch nicht mehr löschen. Und genauso wenig wie das. Da bin ich überfragt. Egal was ich gemacht habe, egal wie ich auch vorgegangen bin, er meckert jedes Mal rum. Angeblich ist das Element nicht... Also er findet das Element nicht, warum auch immer. Moment. Das ist der eine Clip, der kann gelöscht werden. Den brauche ich nicht. Die anderen brauche ich für nachher zum Rennen. So, die muss ich mit... Die muss ich mit Sony rennen. Das, was ich jetzt mit Fraps aufnehme, das renne ich mit Camtasia Studio. So. Zur Erinnerung sehen Sie hier nochmal Ihre Auswahl. Ach, Pro installieren. Okay. Oh, jetzt sehen wir es mal. Ihr PC startet einige Male neu. Genau, und damit er nicht während der Aufnahme hier mit Fraps neu startet, hole ich meinen Camcorder raus und nehme da auf. Also, bis gleich, Leute. So, mal ein bisschen zoomen.
denke mal, so soll es gehen. Ich denke es mal. Ansonsten machen wir mal so. Ja, jetzt ist der ist ein bisschen blöd mithalten. Und vor allem, warum muss ich auch Rechtshändler sein? Naja. So. Ich beziehe das einige Male neu. Ja, ja. Was eine Weile dauern kann. Dann bin ich ja mal gespannt. Obwohl bisher ist eigentlich noch nichts Großartiges passiert, ne? Oha, One Piece kommt aber mächtig spät. Ich meine, wenn er schon so lange braucht mit dem Installieren. Naja. Und ich muss natürlich mit meinem Bildschirm hier ein bisschen rumspielen. Oh, 10%. 10% hat er schon mal abgeschlossen. Das ist ja schon mal positiv. Vor allem, das fällt mir ja jetzt auch erst auf, ne? So, die Maus nehmen wir auch mal beiseite. Denn wir wollen ja nicht, dass ich hier umher schwirrt. Also ich gebe der Installation eine halbe Stunde. Hoppala. Hoppala. Also das kann noch eine Weile dauern. Wir sehen uns gleich wieder. Also bei 42% ist er schon. Und das nach ungefähr 12 Minuten. Gut, bei einer reinen Neuinstallation würde es nicht so lange dauern. Oh, 44%, wunderschön. Ich denke mal, bei 100% würde er nochmal neu starten oder so. Mal sehen, 20 Minuten hat er noch. Vielleicht schafft es sogar noch. Was ich eher weniger glaube, aber. Obwohl, man sagt ja immer, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber dass sie irgendwann sterben wird, das weiß man ja. Naja, sobald sich wieder irgendwas auf dem Bildschirm tut, werde ich meinen Camcorder hier einschalten, damit ihr es sehen könnt. So, da sind wir wieder. Weil er sagt mir, ihr PC wird in Kürze neu gestartet. Und danach wird die Installation dann, denke ich mal, weitergehen. So, dann starte mal neu den PC, du. Wir alle warten. SpongeBob hat das gesagt. Ich warte. Ja, ich warte. Ja, ich warte. Und Patrick auch. Und wir warten. Und wir warten. Und wir warten. Oh, bumm. Ich mag es mit meinem Display hier zu spielen. Ich mag es unheimlich. Ich weiß bloß nicht, was passiert, wenn... Wenn ich das hochklappe, so dass der Bildschirm außen ist,
Wenn ich den zumache. Na, ich will es wieder nicht ausprobieren. Na komm, starte neu. Wir möchten sehen. Och, naja. Packen wir nochmal 20 Minuten drauf. Das ist, glaube ich, besser, ne? Aber ich wollte nicht unbedingt eine reine Neuinstallation machen. Vor allem, da ich ja mein Dings nicht gespeichert habe. Auf meiner externen Festplatte, die dort steht. Und vor allem hätte ich meine Spielstände speichern müssen. Und finde erstmal die Spielstände in den ganzen Unterordnern. Wenn ich ihn das nächste Mal irgendwann mal neu aufsetzen muss, dann werde ich es gleich machen. Eine reine Neuinstallation von Windows 8, ohne vorher Windows 7 draufgeknallt zu haben. Dann bin ich ja mal gespannt, ob auch der gleiche Trick funktioniert wie bei Windows 7. Weil vorher hatte ich ja auch bloß Windows 7 Upgrade. Und dass ich den Trick dann rausgefunden habe, weil ich ja so schlau war, im Internet nachzugucken. Habe ich es dann immer so gemacht, bis ich mir meinen neuen Rechner geholt habe. Und da kommt schon wieder der Finger ins Spiel. Den guten neuen Rechner. Was bedeutet eigentlich das Wort in Kürze? In einer Stunde, in 10 Minuten. Das ist bestimmt, weil die letzten 10% noch fehlen, ne? Da fällt mir ein, wo ich gerade hier mit meinem Camcorder ein bisschen umherfuchtel. Ich muss noch ein Ankündigungsvideo machen. Und wenn ihr euch fragt, worüber, das ist leicht erklärt. Und zwar geht es um den Kanal. Erstmal einen Schluck trinken. Und zwar geht es um den Kanal Triple Games TV. Einige von euch müssten ihn vielleicht sogar noch kennen. Das war ja unser gemeinsamer Kanal von Gavin, Chris und mir. Und da wir ja da ein paar Meldungen hatten wegen ein paar Videos, angeblich ist ja irgendwas was drin gewesen, keine Ahnung. Jedenfalls haben wir ja dann einen neuen Kanal erstellt und Chris und Kevin wollen ihn eigentlich nicht mehr. Deswegen nutze ich den weiter. Und anstatt ihn mit LPs voll zu hauen, möchte ich dann nämlich Videos vor der Kamera machen. Und dafür wollte ich noch ein Ankündigungsvideo machen. Was denn sowohl hier auf meinem Kanal als auch auf den, auf meinen, naja, man kann jetzt also sagen, zwei Kanälen hochkommt. W-
Wann ich das allerdings drehen will, weiß ich noch nicht. Eigentlich wollte ich das schon längst drehen. Ich muss das mal langsam fertig machen. Na, jetzt startet er neu. Tobi, merk dir, wenn du die rechte Hand nimmst, pass auf, dass du deine Finger nicht vor die Linse bekommst. Ach, ich werde diesen alten herunterfahren Bildschirm etwas vermissen. Wobei ich auch hoffe, dass er ein bisschen verschwunden war. Also habe ich wieder Licht ausgemacht. Bitte drücken Sie eine beliebige Taste, um von CD oder DVD zu starten. Das will ich aber nicht. Das will noch so gut. Vielleicht sollte ich mein digitales Licht mal ausstellen. Vielleicht liegt es auch da dran. Oder es liegt einfach wirklich nur daran, dass es hier so dunkel ist. Ich würde sagen, es liegt an der Dunkelheit. Ich muss mir mal wirklich so eine Leuchten besorgen, extra dafür. Wird vorbereitet. 50%. Mein Handy liegt auch zum Aufladen. Achso, dann habe ich ja gestern gelesen, eine Kalifornierin hat einen Akku entwickelt. Das ist ein, naja, man kann sagen Studenten. Ja, Studentin ist es, glaube ich, gewesen. Die hat jedenfalls einen Akku entwickelt, der sich innerhalb von 20 bis 30 Minuten? Ja, ich glaube Minuten. Ich kann nochmal nachgucken. Ich glaube, es war Minuten. Jedenfalls in 20 bis 30 Minuten voll aufgeladen hat. Und er kann sogar bis zu 800.000 Aufladezyklen haben. Während normale Akkus, glaube ich, bei 1.000 oder so sind. Das weiß ich jetzt aber nicht genau. Und da habe ich mein Trinken gegen den Tisch. So, dann bin ich ja mal gespannt jetzt. Nee, aber das mit den Akkus ist eigentlich das ist eine wahnbrechende Erfindung. Und vor allem hat sie von Intel, ich glaube von Intel, ein Stipendium gekriegt in Höhe von $50.000, glaube ich. Ja, ich glaube 50.000. Das muss man sich mal vorstellen. Also, die kann gut und gerne ihr Studium machen. Also, ich gönne sie jedenfalls wirklich. Ich glaube, wenn ich die Ahnung davon hätte, hätte ich auch schon längst eingemacht. Und vor allem, das könnten sie dann wirklich in Handys reintun. Das wären richtige schöne Handy-Akkus. Braucht nicht lange beim Aufladen, Handy wird sofort wieder betriebsbereit. Bei meinem Handy, da spinnt es ein bisschen mit dem Aufladen, das muss ich immer so ein bisschen ankippen. Da scheint, glaube ich, der Stecker ein bisschen verbogen zu sein. Aber wie das gekommen ist, weiß ich auch nicht.
Na gut, Geräte werden betriebsbereit gemacht. Bei 80% ist er schon. Ich frage mich bloß, warum er meinen LAN-Adapter, also den Teil für meinen LAN-Anschluss deinstalliert hat. Oder besser gesagt, warum er das deinstallieren wollte. Das Video geht mal hier ein bisschen länger. Dieser Abschnitt. Na, wann bist du bereit? Ja, schon besser. Schon größer. Haha, das gefällt mir. Das gefällt mir richtig. Hoffentlich kann ich auch die einzelnen Sachen Größenverhältnis anpassen. Aber das werde ich ja dann sehen. 97% hat er schon. Die letzten 3% müsste er eigentlich auch schaffen. Ja, schon hat er 100%. Vorbereitung läuft. Wo habe ich jetzt eigentlich? Da habe ich meinen Link. Dann könnte ich nämlich meine Kamera hier hinstellen. Und mal schauen. Ja, bisschen auseinander den kleinen Fuß hier. Moment. Kann ich auch ein bisschen rauszoomen. Ob ich mein Mikrofon hier ein bisschen hinstellen kann, ohne dass das großartig stört. Ne, stört nicht. Tja, noch läuft die Verarbeitung. Dann bin ich ja mal gespannt, wie lange der jetzt braucht. Obwohl, die Verarbeitung hat ja eigentlich immer lange gedauert. Da konnte ich auch bei einer rein neuen Installation bei der neuen Installationsmethode nichts weiter machen. Da musste ich einfach warten. Moment, aber danach ist ja noch etwas. Danach muss ich das erstmal einrichten. Ich hatte schon mal so ein ähnliches Video gemacht über Windows 8. Aber das habe ich nie hochgeladen. Ich wollte es immer hochladen, aber habe es im Endeffekt doch nicht gemacht. Mein erstes Video, was ich allerdings über Windows 8 hatte, war bei der Devilhopper-Version. Oh, jetzt zeigt er sogar Prozent an. Und zwar konnte man auch sagen, dass es der Meilenstein 3 war. Das war die erste Vorab-Version, die Microsoft rausgebracht hatte zu Windows 8. Da habe ich auch mal ein Video gemacht. Ich weiß nicht, das müsste sogar noch auf meinem Kanal irgendwo zu finden sein.
damals hatte ich auch schon bemängelt, dass es einfach blöd sei, dass der Startbutton nicht da ist. Allerdings, man konnte in der Devilhopper-Version noch... Da ist einfach mal mein Ding ausgegangen hier. Oha, ich weiß auch warum. Klar, ich weiß auch warum mein Camcorder abgekackt ist. Der Akku ist leer, wunderschön. Und vor allem, ich kann ja die Installation noch mal gerade so eben nicht anhalten. Bis der Akku wieder voll ist. Ich weiß, dass ich irgendwo noch ein... Ersatzakku habe dafür, aber wo weiß ich nicht. Der ist damals durch das Umräumen hier abhanden gekommen. Moment. Na, so muss es gehen. Das Gute an dem Handy ist ja, dass er auch so einen Autofokus hat, falls es mal ein bisschen unscharf ist. Oder ich brauche auch bloß einmal drauf tippen, dann fokussiert er das wieder. Eigentlich sehr praktisch. Aha. Jetzt geht's weiter. Na? Oh, der Lüfter von meiner Grafikkarte tobt mal wieder. Aha, Restart, sagt er. Na, ich brauche unbedingt eine neue Grafikkarte. Die Grafikkarte ist ja gut und schön, aber naja. Was habe ich hier? Nein, darauf soll es fokussiert sein. Ah, doch. Passt schon. Also ich würde sagen, je nachdem wie viel ihr drauf habt, auch auf dem PC bei der Upgrade-Installation, kann es so ungefähr um die 50 Minuten bis Stunde dauern. Also ich habe ja eigentlich, ja gut, eigentlich habe ich ja gar nicht viel drauf gehabt. Nanu? Ich habe ja Licht an. Das soll nun nicht sein. Am besten, Moment. So. Nun ist das Licht aus. Nur ein bisschen zoomen. Also mein Handy hat einen größeren Fokus an der Linse. Oha. Wo ich jetzt gerade hier unten rechts auf meinem Handy sehe den Speicher. Hoffentlich reicht der noch. Obwohl das Video geht ja sowieso nachher rüber. Dann habe ich ja den Speicher hier aber trotzdem. Ich habe noch ungefähr 4 GB frei. Besser gesagt 3,9. Benutzereinstellungen werden verschoben. Dann streng ich mal an, ansonsten habe ich ein kleines Problem. Dann habe ich nämlich kein Aufnahme, besser gesagt kein externes Aufnahmegerät mehr. Na, bei 10%.
11, 12. Na komm. 13, wunderschön. Oh, auf 17. Ah, so schön. Am besten, ich baue mir noch so eine kleine Halterung fürs Handy. Wenn ich dir mal irgendwas aufnehmen will. Und ich sollte auch eventuell versuchen, möglichst nicht auf das Mikrofon die Finger zu legen. Aber er hat schon 41%. Ich habe jetzt noch ungefähr 3,8 GB frei. Och, das sollte eigentlich reichen. Prozent hat er ja schon. Und komm, beeil dich. Na, er braucht auch wieder lange hier. Da fällt mir ein, ich muss unbedingt nachher erstmal gleich mein Camcorder an den Strom anschließen. Ansonsten ist nichts mit dem Ankündigungsvideo aufnehmen. Woher erinnert mich das eigentlich bloß, dass er bei 51% meistens ein bisschen stockt? Ach, der Rest geht jetzt auch urplötzlich ganz schnell, oder was? Bei 97% stoppt er auch wieder. Das kenne ich doch. Er müsste aber gleich fertig sein. Nein, ich brauche unbedingt eine Halterung. Ansonsten wird mir der Arm lahm. Nun komm. Komm, die letzten 3%. Ich habe noch ungefähr 3,5 GB frei. Ich weiß gar nicht, nehme ich eigentlich. Doch, ich glaube, ich nehme Full HD auf. Was los, musst du das andere nochmal kontrollieren, was du da so schnell gemeißelt hast? Das ist ja nett von dir. Mal schauen. Ein bisschen ranzukommen. So. Ihr seht mich ja im Fernseher. Dann könnt ihr euch schon ungefähr ausmalen, wie ich denn aussehe, ne? Und da oben seht ihr auch mal meine Re-Sensor-Leiste, die ein bisschen demoliert aussieht. Obwohl, die kann ich euch eventuell nachher nochmal vom Nahen zeigen. Dann seht ihr mal, was ich geleistet habe.
Oh ja. Und wenn ich euch dann noch sage, wie das passiert ist, dann lacht ihr euch kaputt. Ah, Moment. Na, schön festhalten. Ich muss nämlich einmal kurz was wegstellen hier. So. Och, nun komm. 3,3 Gigabyte, die ich hier noch frei habe. Obwohl, Zoom kann ich auch damit. Ich habe vierfach Zoom insgesamt. Das sind jetzt ungefähr 3,2. Aber ich weiß nicht, das kommt mir so vor, als wenn ich mit dem Handy das besser filmen könnte als mit meinem Camcorder. Ja, wir können noch ein bisschen rauszoomen. Boah. Jetzt, wo ich im Nachhinein überlege, eine reine Neuinstallation wäre besser gewesen. Aber was tut man nicht alles, wenn man weniger tun möchte, als es überhaupt nötig ist. Oha. Gleich bloß noch 3 Gigabyte frei. Beeil dich ein bisschen, Windows. Ach ja. Ja. Hoppala. Komm, mal wieder ein bisschen schärfer. Danke. Was ist denn bitte schön das AF-Zeichen? Kein Plan. Aber so langsam könnte er sich beeilen. Ich habe bloß noch 3 Gigabyte frei. Ich muss mal unbedingt eine größere Speicherkarte holen. Da fällt mir ein. Ich habe eigentlich schon immer meine 4 GB Speicherkarte gesucht, die beim Dings mit bei war. Bei meinem Camcorder. Jetzt fällt mir ein, wo ich hier habe. Die habe ich in meinem Handy. Ja. Schlau, wenn man sich daran erinnert. Aber so langsam könnte er sich jetzt mal beeilen. Vor allem ist ganz wichtig, dass ich mein Handy danach wieder auflade. Das ist ganz wichtig. Ich mache es einfach ganz anders. Ich mache jetzt erstmal Stopp. Und sobald er die letzten 3% gemacht hat, geht's weiter. Also bis gleich. So, er hat es endlich fertig gekriegt. So, jetzt kann ich mir eine Farbe aussuchen. Mal schauen, nee, wenn dann das. Oder dieses Dunkle. Das Dunkle sieht eigentlich nicht schlecht aus, aber.
Das Hell sieht aber auch nicht schlecht aus, aber das ist dann wieder allerdings zu grell. Deswegen lasse ich lieber das Dunkel. Gehen wir mal weiter. Gut, mein LAN-Adapter muss ich erst wieder installieren. Also den LAN-Treiber Zeichen blenden wir mal aus. Das Passwort sollt ihr nämlich nicht sehen. Obwohl das ist, ist ja sowieso schlecht zu erkennen. So. Okay. Verbinden. So, mal schauen. S-Express-Einstellung. Mal schauen. So. Jetzt muss ich meine E-Mail-Adresse eingeben. Mal sehen, ob ich das auch mit einer Hand hinkriege. Ja. So, dem. So, jetzt das Ad. Oh. Live. Suche Microsoft-Konto. Ja gut, das Konto, was ich jetzt eingegeben habe, benutze ich eigentlich auf meinem Laptop, aber eigentlich müsste es trotzdem finden. Ja. So, jetzt mein Passwort noch dazu. Bam, bam, bam. Jedenfalls hat er es gefunden. So, Einstellungen werden festgelegt. Oh, habe ich ein bisschen zu weit reingezoomt. Während wir den PC vorbereiten, sollten Sie sich damit vertraut machen, wie man das neue Windows verwendet. Oh Gott, das weiß ich doch. Das ist allerdings nicht schlecht, wenn man es zum ersten Mal verwendet, dann zeigt er das an, wie man das machen soll. Zum Beispiel, wenn ich rechts oben in die Ecke gehe dann, und ein bisschen runter mit der Maus gehe, dann kommt halt das Ding hier, wie er auch da zeigt auf dem Bildschirm. Und dort habe ich dann ein paar Einstellungsmöglichkeiten und so. Ist ja nicht schlecht gemacht. Ich meine, man kann ja nicht meckern. Es kann ein paar Minuten dauern. Mit beiden Händen ist scheiße festzuhalten und mit einer sowieso schon. Jetzt wechselt er einfach mal so in den... Obwohl, das könnte sie auch nicht schlecht aus, wenn ich so überlege, aber das wäre auch wieder so grell. Jedenfalls die Farben, die ich vorher aussuchen konnte, wie ich das haben will, die spielt einfach jetzt so einfach runter. Es kann nur ein paar Minuten dauern, alles Kirche. Wir haben es jetzt schon nach 5. Und da fällt mir ganz dringend ein, wenn er die Apps jetzt installiert. Sobald ich wieder rankomme, muss ich unbedingt, ganz unbedingt One Piece hochladen. Weil es ist jetzt schon eine Stunde überfällig. Ja, ich hatte auch gedacht, dass ich bis um 4 alles fertig habe mit Windows. Naja. Da kannst du halt nichts machen.
2,1 MB. 1 GB, 2,1 GB. Naja, jetzt wird aber mal langsam Zeit, dass er fertig wird, ne? Und vor allem, dann kann ich endlich wieder Fraps benutzen zum Aufnehmen. Denke ich mal. Los geht's! Oh, wie schön! Oh. So. Wollen wir mal schauen. Oh! Pandomedia Booster? Was ist denn das denn für ein Programm? Pando Network Media Booster PL. Was ist denn? Pando. Achso, ich glaube, ich weiß, was das ist. Das ist eins meiner Probleme. Aber er synchronisiert das alles. Das ist ja auf eine Art ganz gut, ja. Oh. Mein LAN-Adapter ist wieder installiert. Erneut versuchen. Ja, beenden das. Das können wir auch erstmal beenden. Und wichtig ist, dass ich erstmal mein Da fällt mir was ein. Wenn er das synchronisiert, heißt es dann automatisch, dass ich das Business, was auf meinem Laptop ist, automatisch denn registriert ist? Oder muss ich mir dafür auch noch einen Lizenzschlüssel holen? Nein, danke, ich will an keiner Umfrage teilnehmen. Wie geil, aber ich muss sagen, er zeigt mal alles größer an. Das gefällt mir. Das gefällt mir schon mal. Gut. Aber ich will unbedingt wieder das andere Bild haben. Egal. Ich würde sagen, Generaleinstellung, bla bla bla. Jetzt muss ich mal was gucken. Anpassung. Dem will ich das gerne haben. Perfekt. Jetzt bin ich wieder zufrieden. Gut. Es war schade, dass er hier die Dings nicht macht. Naja. So. Ich hoffe, dass ich jetzt mit Fraps hier aufnehmen kann. Aber werden wir sehen. Also Leute, bis gleich. Na gut, dann muss ich das halt so machen. Da Fraps ein bisschen rumspinnt, weil den Desktop nicht aufnehmen will, das sehe ich vermutlich, weil die jetzige Version nicht wirklich unter Windows 7 funktioniert, aber das ist ja auch Banane momentan jetzt. Jedenfalls ist es installiert. Ja gut, diese Metro-Oberfläche, sag ich mal, da hätte Microsoft ruhig den Kunden überlassen können, ob er die Metro-Oberfläche mit reinnimmt oder noch besser gesagt, ob man nicht gleich zum Desktop wechseln kann. Deswegen, ansonsten sieht eigentlich alles top aus. Geht alles zu aktuell. Nun gut, aber ich nehme jetzt zwar mit Camtasia auf und es ist auch ein kleines Problem, da Camtasia komischerweise reinzoomt. Warum auch immer. Ich weiß gar nicht, nimmt er auch das auf? Obwohl das werde ich ja eigentlich nachher sehen, ne? Ob er das aufgenommen hat oder nicht. Jedenfalls, Windows 8 ist installiert. OnePiece habe ich auch schon mal in den Upload geschickt. Und mit Fraps, ja.
weil Fraps nicht aufnimmt, den Desktop, das liegt wohl eher daran, dass diese Version mit Windows 8 noch nicht so richtig kompatibel ist. Da müsste also Fraps nochmal nachbessern. Mit der nächsten Version. Ansonsten, wir haben das Video jetzt endlich hinter uns gebracht und jetzt darf ich es bloß noch rendern. Okay Leute, wir sehen uns auf jeden Fall in irgendeinem meiner LPs wieder. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß und macht's gut. Also aufnehmen tut Fraps nicht vom Desktop, so wie ich das jetzt bisher gesehen habe. Mir fehlt auch die Framezahl hier oben. Aber hoppala. Aber soweit habe ich auch alles eingerichtet. Jedenfalls jetzt nach der Installation und ich muss aber auch sagen, dass ich zufrieden bin mit Windows 8 eigentlich. Auch wenn ich mich freuen würde, wenn das Startmenü und der Startbutton zurückkommen würden. Aber das Positive an Windows 8 ist wirklich, dass er schneller hochfährt und alles auch schneller bereit ist zum Starten, als noch unter Windows 7 es bei mir jedenfalls der Fall war. Selbst wenn ich ihn herunterfahre, geht er recht fix. Also ich bin eigentlich größtenteils zufrieden. Gut, dann soll es das auch für dieses Auspackvideo plus Installationsvideo reichen und ich bedanke mich jedenfalls recht herzlich fürs Zuschauen und hoffe, dass ihr auch bis zum Schluss durchgehalten habt. Wir sehen uns auf jeden Fall in einem meiner LPs wieder und ich hoffe, dass ich jetzt mal bald endlich dieses Ankündigungsvideo schaffe. Weil ich habe eigentlich ja, einige Ideen, die ich dann auch vor der Kamera mal machen will. Jedenfalls, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und macht's gut, Leute. Haut rein!